in Akten alles kalkulieren. Gezwungen werden sie zu schreddern und dann akzeptieren. Dass hinter Zahlen und Gewinnen immer Menschen stehen. Und es sich lohnt, den Menschen nochmal ins Gesicht zu sehen. Und die, die Kinder in den Schulen zu mehr Leistung treiben. Den Ernst des Lebens ab sofort für alle Zeit verschweigen. Halt an den Träumen fest, die du jetzt hast, mein liebes Kind. Glaube nur fest an dich, die Welt wird so, wie du sie wünschst. Fordern die Anpassung der Realität an die Geschichten aus den Filmen und dem Fernsehen, dass sich die Katastrophe kurz vor Ende noch abwendet und die Geschichte von den Menschen doch noch happy endet. Ja, die Anpassung der Realität an unsere Träume aus der Kindheit und dem Fernsehen, dass sich die Bösen von der dunklen Seite noch abwenden und sich Nacht um Nacht und Geld für alle Zeit beenden. Und wer endlich damit anfangen, die von Politikern und Schreiberlingen der Verlegerdynastien eingeimpfte Notwendigkeit der neoliberalen Abwärtsspirale zu hinterfragen. Wir fordern, dass wir, wenn wir nur kräftig an uns glauben, das Gift des Geldes aus den Herzen aller Menschen saugen und uns ein weiser Mann mit weißem Bart die Wahrheit sagt und uns in seinem Feld all unser Schicksal offenbart. Wir fordern, dass die, die täglich unsere Welt zerstören, mit Uniform zeigen, wo sie wirklich hingehören. Und aus dem Grauen, das alle hier und gleich im Wind umgeht, schwarz und weiß wird und wir wissen, wen wir killen müssen. Wir fordern die Anpassung der Realität an die Geschichten aus den Filmen und dem Fernsehen, dass sich die Katastrophe kurz vor Ende noch abwendet und die Geschichte von den Menschen doch noch happy endet. Ja, die Anpassung der Realität an unsere Träume aus der Kindheit und dem Fernsehen, dass sich die Bösen von der dunklen Seite noch abwenden und den Kampf um Macht und Geld für alle Zeit beenden. Wir sind die Kinder der Generation. Geschichte von den Menschen doch noch happy endet. Ja, die Anpassung der Realität an unsere Träume aus der Kindheit und im Fernsehen, dass sich die Bösen von der dunklen Seite noch abwenden und den Kampf um Macht und Geld für alle Zeit beenden. Oder ihr damit aufhört, eure Kinder von dem Fernseher abzusetzen, denn sonst kommt so etwas wie wir immer und immer wieder dabei heraus.